Grüß Gott. Grüß Gott. Und was bringen Sie uns da? Diese schöne, wirklich nette junge Dame ist die Julie von Reichert, die Urgroßmutter meines verstorbenen Mannes. Die Familie Reichert lebte in München? Ja. Was war sie für eine Geborene? Oder? Das ist eine Geborene von Reichert. Ah, ja. Und sie war später verheiratet mit dem Intendanten vom Nationaltheater, Karl von Perfall. Ah ja, das ordnet sie recht klar den Hofkreisen zu und lässt auch deutlich erkennen, dass sie als Fräulein von Stand uns hier entgegentritt. Sie trägt noch keinen Ehering an ihrer rechten Hand, die augenfällig nach oben gelegt ist. Und schmucklos, ja, wie es einer jungen Dame zukommt. Es ist ein besonders schönes Porträt. Es hat Augenfälligkeiten. Das ist vor allem dieses kostbare Spitzengewand, das Kleid ziert. Und darüber hat sie einen Überwurf, eine Mantilla vielleicht, in diesem augenfälligen Violett. Das war die Modefarbe von 1854. Sie ist geboren 1824 und lebte bis 1874. Ja, das kommt gut hin. Mhm. Und diese neue Farbe war eine erste künstliche Anilinfarbe. Alle Welt trug dieses tiefe Violett-Blau oder Violett-Rot, man kann das gar nicht entscheiden. Und das war eine Mode in den nächsten zwei, drei Jahren noch. War in Hanau entwickelt von der Familie Herreus. Und damit kriegt das eine klare Zeitstellung. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es ein ganz wunderbares Frauenporträt ist mit diesen sprechenden Augen, mit dieser wunderbaren Kurve des Dekolletés und des Halses. Und man kann es mit recht großer Sicherheit dem Maler Friedrich Dürck zuschreiben. Dürck gehört unmittelbar zur Familie Stielers. Er ist ein Neffe. Und da, wo Stieler aufhört zu malen, da macht Dürck weiter. Das sehen Sie hier unmittelbar hinter mir in der Schönheitengalerie, wo die letzten Gemälde in der zeitlichen Stellung eben von Dürck ausgeführt sind. Und das macht eben doch einen hohen Wert aus. Und ist ein Zeugnis, was Frauenschönheit in den 50er Jahren bedeutete. Ja, es ist auch eine wunderbare Klarheit im Umriss und so. Und es scheint gut erhalten zu sein. Der Rahmen mutet fast wienerisch an, aber es gibt Münchner Rahmen, die ich gesehen habe. Aus der Zeit dieses Es muss so, eigentlich ja, immer so gewesen sein. Ja, genau. Das muss sein. Das ist bestimmt der alte Rahmen. Ja. Gute Künstler sind auch häufig hervorragende Handwerker in ihrem Fach. Und das Gemälde ist völlig unbeschädigt über die Zeitläufte gekommen. Und was, wie bewertet man sowas? Ich denke, indem man so viel weiß über die Dargestellte und so. Und es ist ein sehr attraktives Porträt, dass man so um die 10.000, 12.000 auf einer Auktion erwarten könnte. Nicht? Also, dass sie eine gewisse Richtlinie haben. Da. Ja. Und, ja, es soll bleiben. Ja. Also, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns dieses wunderbare Bild hier vor Augen haben. Ja, ich wollte mal wissen, ist es wirklich Stieler oder was? Weil und naja, was es etwa wert ist. Also auf Wiedersehen. Vielen Dank. Ich danke auch.